Göttingen, wie es schwitzt und turnt. Die Stadt in Niedersachsen hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie will die aktivste Stadt in Deutschland werden. Der Deutsche Olympische Sportbund und Coca-Cola veranstalten dazu auch in diesem Jahr einen Wettbewerb, in dessen Endrunde 5 Städte im direkten Vergleich gegeneinander antreten. Die Mission Olympic. Das Prinzip ist sportlich einfach. Je mehr Aktivitäten eine Stadt veranstaltet und Menschen daran teilnehmen, desto mehr Punkte werden vom Veranstalter verteilt. Dabei ist es egal, ob die Menschen athletisch aktiv werden oder sich zum Walzer in der Stadt treffen. Hauptsache, es bewegt sich was. In Göttingen fiel der Startschuss um Punkt 11 auf dem Marktplatz und von da an gab es in der Stadt kein Halten mehr. Wolfgang Mayer, im Hauptberuf Bürgermeister und heute Vorturner, sieht Göttingen klar im Vorteil. Göttingen war immer sehr sportaktiv. Bei uns kann man zum Beispiel alle Sportanlagen unentgeltlich benutzen. Gibt es nur noch in wenigen Städten Deutschlands. Wir haben eine unheimlich dichte Vereinsstruktur. Wir haben den größten Verein Niedersachsen, den ASC, in Göttingen, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und das geht von jung bis alt. Alle Sportarten von A bis Z sind hier vertreten. Und das ist immer von der Stadt und der Politik auch sehr gepflegt worden. Da sind wir stolz drauf. Die Veranstaltung erstreckt sich über 2 Tage und viele Vereine nutzen die Chance, um die Menschen für ihren Sport zu begeistern. Mit Erfolg. Göttingen hat in 2 Tagen 407 verschiedene Sportstationen organisiert und die Messlatte damit sehr hochgelegt. Kein Zweifel, die Stadt will den Titel und der lohnt sich. Dem Gewinner des Wettbewerbs winkt ein Preisgeld, 100.000 Euro. Die Summe ist zweckgebunden und fließt in den Breitensport. Motivation genug, um sich so richtig ins Zeug zu legen.